Eine Menge Mord und Totschlag gibt es zu sehen in Wild Tales. Wild Tales geht 123 Minuten, ist da 12 Jahren freigegeben und ist seit dem 25. Juni auf DVD und Blu-ray erhältlich. Link für euch wie immer in der Videobeschreibung. Und ich hatte es ein bisschen verpasst, zum Kinostart was zu dem Film zu machen. Deswegen jetzt also hier Richtung Heimkino-Release. Und Wild Tales ist eine Art Episodenfilm, in denen also verschiedenste Geschichten erzählt werden, aber nicht welche, die miteinander viel zu tun haben, sondern nacheinander wie viele kleine Kurzfilme, in denen es irgendwie mehr oder weniger um Mord und Totschlag geht. Es geht um einzelne Szenarien, sei es eine Hochzeit, die eine Wendung nimmt, die man überhaupt nicht vorhersehen kann, oder sei es ein Typ, der am Cockpit sitzt eines Flugzeuges und irgendwie die Passagiere alle diesen Mann kennen, bis hin zu Geschichten von zwei Autofahrern, die miteinander ein bisschen was zu klären haben, und viele weitere, die nach und nach immer wieder böse, abstruser, mordsgefährlich werden und vor allem nie in jedem einzelnen Element irgendwie vorhersehbar sind. Und da ist Wild Tales mit dem deutschen Untersatz "Jeder dreht mal durch" genau die richtige Beschreibung. Es geht um Leute, die auf die eine oder andere Art und Weise sagen, so, jetzt ist genug, jetzt zeige ich mal hier, was eine Hake ist. Und das soll bedeuten, dass Wild Tales eine schöne spanisch-argentinische Komödie mit dramatischem Einschlag ist, einzelne Unterfilme fast schon einen kleinen Thriller-Touch haben, aber so schnell erzählt sind, dass diese eigentlich ja doch recht lang, 123 Minuten, sich extrem kurzweilig anschauen und die Dialoge so bitterböse in manchen Momenten sind, dass es nicht nur die Unvorhersehbarkeit ist, sondern auch die vielen tollen, guten Schauspieler, die hier vor der Kamera vereint werden. Die sind jetzt hier nicht international wahnsinnig bekannt, aber die machen einen guten Job. Und damit ist Wild Tales so ein typischer Underdog-Film, der auch zum Kino oder zur Kinolaufzeit nicht wahnsinnig viel Publikum erreicht hat, der aber definitiv eine Empfehlung ist, weil der macht Spaß, auch in den unterschiedlichen Genres, von der ersten bis zur letzten Sekunde, und ist von mir eine ganz, ganz tolle Empfehlung und funktioniert dann auch zu Hause auf Blu-ray und DVD super, weil das eben kein CGI-belasteter Actionfilm ist, den man unbedingt auf der großen Leinwand sehen will und muss. Bedeutet also, wenn man einen ganz interessanten Streifen sehen will, wo man lachen kann oder auch manchmal, ja, erstaunt da sitzt, sollte sich Wild Tales unbedingt anschauen. Der kann so einiges und bekommt von mir in seinem Mix-Genre aus Komödie, Drama und Thriller richtig starke 8,5 von 10 möglichen Punkten und auch insgesamt 8 von 10 möglichen Punkten. Und das, um das mal am Rande zu erwähnen, soll auch bedeuten, ab 8 Punkten würde ich bei einem Film immer sagen, der ist absolut sehenswert. Schaut euch den an, da hat man auf jeden Fall eine Bereicherung in seiner Filmkenntnis erlebt. Und wenn es dann immer so Richtung 9 oder 10 Punkte gibt, das ist alles schon so ein Bereich, wo ich nichts mehr zu meckern habe. Da geht es bloß noch um den Enthusiasmus, um die Nachhaltigkeit, um die Diskussion, die man über den Film danach haben kann, um den Tiefgang. Das sind dann bloß noch so die Sahnehäubchen. Deswegen habe ich hier nichts zu meckern. Es reicht nur nicht für diese All-Time-Top-10. Aber am Ende des Jahres werde ich mich gerne an Wild Tales zurückerinnern. Und damit bin ich durch mit meiner Review zu dem Streifen. Lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr diese mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt es hier noch ein paar Links um mich rum und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3 Uhr.